Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die und wir sind in Nacht 35 oder kurz vor Nacht 35 vielmehr. Die Danu ist mit am Start natürlich. Hi. Hi, ich habe Hunger. Da vorne fällt auch irgendwo der Xarum. Ja, genau, ich habe dein Gestöhne schon wieder gehört. Nein, gleich nicht mehr. Ich esse gerade. Xar, hi. Moin. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Anpflanzen. Am Jätland. Auch was zum Futtern haben dann später. Nur Gemüse. Ich finde voll cool, dass Xar zum Gärtner wird. Pflanz mal Fleisch an. Ja, so ein Schnitzelbaum wäre schon nicht schlecht, aber... Oh ja. Oh ja. Oh, Schnitzelbaum. Der fällt mir ein. Könnte ich mal heute Abend braten. Mal schauen. Das ist oh. So, Wasser, Potato, Korn. So. Ich mache euch jetzt noch was ganz Spezielles. Ein Zombie. Also, nein, wir schauen uns das mal, was wir jetzt eigentlich gebaut haben, mal von oben an, solange es noch geht. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Hier, die Ecken sind jetzt alle echt, also gerade die Ecke, wo wir die Rampe jetzt auch zuletzt aufgeschüttet haben, jetzt mal von oben geguckt, sieht einfach schick aus. Sieht einfach gut aus jetzt. Ja, hier vorne die Ecken, die eine, die war ja schon, sieht auch bombig aus. Und die anderen da hinten, die machen wir dann demnächst auch noch fertig. Die sehen ja auch schon deutlich besser aus. Hier haben wir noch so ein kleines Tal, das müssen wir nochmal aufschütten dann. Aber die Basis, ich finde... Also ganz ehrlich, da können wir uns schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, oder? Also, hier die Ecke, da müssen wir nochmal aufschütten, da müssen wir noch was machen, aber das wird gut. Es sind dann übrigens gleich 11 Meat-Stew fertig im Lagerfeuer. Huch, hier ist eine gefühlte 6er, 7er Reihe an Spikes. Wollt ihr das alles so vorziehen dann an der Seite, oder wie? Wo meinst du? Da, wo ihr zuletzt geschaufelt habt. Nein, das waren nur teilweise noch die alten. Ach so. Die Ecke hatte ich ja so... Ja, hier hinten da habe ich ja voll gepflastert mit Spikes. Hier hinten das ist noch Kraut und Rüben. Das ist noch, das ist noch Schund, aber da vorne die Seite sieht bereits gut aus und die Hälfte der anderen Seite auch. Das ist dann die nächste Aufgabe hier, die Ecke. Ah, je, das wird auch nochmal Aufschütterei. Ja. Oh, aber dafür haben wir da hinten jetzt endlich einmal eine normale Mauer. Nicht mehr höher, nicht mehr tiefer. Genau. Mauer hat jetzt schon die richtige Höhe. Okay, es geht los. Es geht los? Es geht los. Dann schauen wir mal, wo es kommen. Mal schauen, ob sie von unserer schönen Seite kommen oder... Oder mal im Nordosten. Ich renn hin und her und schau. Schöner Sonnenuntergang. Oh. Bei mir kommen sie nicht. Bei mir sehe ich jetzt auch noch nichts. Ach doch, bei mir kommen sie. Okay. Also an der hässlichen Ecke kommen sie. Na gut, da können sie auch ramponieren. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weißt du? Boah. Du meinst die Ecke, wo ich Frames drunter habe? Nee, das habe ich ja ausbessert. Also warte, wir können ja nochmal... Machen wir zuerst. Ja, die ganze Länge kommen sie. Ja. Ganze Länge sogar. Ja. Ja. Vorne beim Eingang, sind sie auch ziemlich heftig, ja. Ist der Eingang zu? Ja. Ja, sollte. Wieso? Hast du vergessen, ihn wieder zuzumachen? Nein. Ich habe ihn sogar bewusst zugemacht. Bewusst? Bewusst. Ja. Sonst nicht nur lässt so im Affekt bewusst oder so. Offen. Sonst lasse ich ihn auch ganz bewusst offen, ja. Munition ist im Offscreen durchgelaufen, ihr seht's, wir haben es ein bisschen später gehabt, als wir die Folge gestartet haben, als wir die letzte beendet haben. Haben wir noch ein bisschen Munition durchlaufen lassen, noch ein bisschen aufgeräumt, ein paar letzte Sachen. Aber wir haben daher vorne schon Löcher in den Spikes. Wir haben massiv Löcher in den Spikes. Das ist in der Tat, also hier die Seite Eingang ist unsere Schwächstbewachte. Naja, das ist die, an der wir ziemlich viel jetzt noch herumgedoktert haben. Ja. Vielleicht ziehen wir sie so ein bisschen mehr in Richtung der Ecke, wo Xar steht, da, nur, dass du ein bisschen runterkommst zu uns. Hui, da putzen sie den Hang runter. Süß. Hier ist auch noch ziemlich unbeleuchtet, das auch noch, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das ist ja gerade erst fertig geworden. Ja, sowieso. Quasi. Nur, die haben sich natürlich genau wieder das Eck ausgesucht. Das ist halt echt krass. Ja, aber wie gesagt, besser weil das hier, weil, wie gesagt, haben. Ja, wahrscheinlich, weil man da so viel unterwegs war. Das kann sein, dass man da Wärmespuren hinterlassen hat. Aber hier ist echt dunkel, hier ist wenig ja, befestigt. Ja, aber du hast ja deine Lampe. Naja. Geh deinen Helm auf. Die ist an, die Lampe. Nur leuchtet die nicht so weit. Etwas besser.
Oh, wir haben auf dem gleichen Ziel, okay. Ne, du hast, glaub ich, ein bisschen drüber gezielt. Jeder Schuss sein Tor. Hoffentlich. So. Aber bisher keine Ferals, oder? Doch, in den Spikes vorne waren schon einige in den okay. Teuren Spikes hatte ich zwei weggeballert und die Spikes haben den Rest gemacht. Der ist auch schon weg. Da kommt wieder was. Puh, wir haben erst eine halbe Stunde um. Da kommt auch wieder ein Haus. Jetzt haben wir Ferals hier dabei wieder. Oder nee, das sind Grüne. Das sind irgendwelche anderen. Die Mining. Und noch mehr Dickies. Und noch mehr Hazard. Bisher noch keine, aber die kommen bestimmt auch noch. Polizisten, ne? Haben wir noch ein bisschen Glück. Was da so laut ist. Military. Was da so laut ist, ist übrigens Xars neue Sniper. Ist sie gut? Macht sie genug Schaden? Ich wollte ja eigentlich mal gucken, ob ich gute Teile für die habe. Fällt mir ein. Joa, also ja, wenn es nicht ist, dann gut. Muss ich machen. Erinnere mich nochmal dran. Vergesse ich bestimmt. Dass ich nochmal nach Teilen schaue. Und der Xar stapelt sich übrigens die Zombies. Ja. Wir sollten vielleicht ein Stück weiter gehen, Xar. So, ich check hier nach hinten. Feral unter mir in den Spikes. Unter dir. Ah, da. Und Feral in den Spikes vorne. Mhm. Jetzt kommen wir. Yep. Und wieder unter mir. Habe ich zwei Ferals unter mir. Ist doch super. Ich hab jetzt mal eine Granate nein, einer haben. Ist unter mir. Er hat gesagt, die bei mir voll sind besser. Ah, okay. Ja, dafür ist das Spike doch schon weg. Weißt du, in. Geh mal ein Stückchen weiter. In Ark könntest du den jetzt wenigstens auf den Kopf kacken. Wenn die Taste belegt wäre. Ja. Genau. Oh, Feral scheint tot. Nein, da ist noch einer. Lebt noch. Schön in den Hintern geschossen. Schön in den Hintern geschossen. Das war. Das, du musst nur so Punkte aufleuchten, wie beim Mohun früher oder so. Extra Points. Oh ja. Legt sich die Krankenschwester auch noch über ihn. Wie pervers. Und das bei uns. Das sollen die zu Hause machen. Sag mal. So, der Feral Team. Die Munition brauchen wir. Und das ist jetzt gerade mal ein. Mhm. Verteilt euch noch mal ein bisschen wieder runter. Jetzt hier, wir gehen jetzt schon wieder dauernd unseren Loot. Ja, nee, eben. Wir müssen sie ziehen, weil wir schießen Loot kaputt. Weil es ist. Wo? Wo? Bei mir irgendwo. Ach, genau unter mir. Kriegst du denn? Das ist an der Sniper natürlich cool. Die hat 9 Schuss im Magazin oder fünf, wie viel? 5 ja. Schuss. 5 Schuss, okay. Ja, es ist aber trotzdem mehr als mit dem einen Schuss da. Ja. Ja, wenn nach 5 Schussen ein Polizist war, dann ist gut. Jo, der hat 2 Headshots geschossen, das reicht. So. Jetzt kommen Grappler. Das ist ein Feral. Zieh's mal wieder weg, Xa. Ich zerleg unter dir alles. Also oh, wir verlieren viel Loot. Oh, ich zieh die mal noch ein bisschen nach hinten.
Terry. Ist er tot? Ja. Ist tot, oder? Ne, ist nicht tot. Beim Eingang ist noch einer. Jetzt ist er tot. Ja. Der ist hinüber? Ne, hinüber nicht, aber fast. So gut wie. Da ist noch einer, es sind da zwei. Ja. Aber nimmt kann man diesen Nächten richtig gut. Mhm. Auch schon einen wieder bekommen, ne? Yay, der hat gesessen, sehr gut. Oh. Oh, da vorne spielt er sich hier auch ab. Was? Da vorne ist ein Zombie, ein Kopf, ein Kopf. Oh ja. Habe ich geschickt einer? Oh, da ist einer. Was? Nein. Verdammt. Ich geladen, ja. Wo ist denn der Kopf? Ich sehe ihn nicht richtig. Da ist er. Der kommt gerade zu mir. Hier sind noch welche. Ich schau auf der Dame. Ach, ja. Yep, tot. Jetzt ist er tot. Okay. Also Military. Zappel doch nicht so rum, lass dich doch einfach mal erschießen. Wo geht der jetzt hin? Der will zu Xar. Oh, Military. Warum der so kopflos? Hammer. So. Irgendwo haut er noch gegen die Mauer. War das die da? Hui, hier vorne ist auch ein bisschen was drin, ja. Oh? Achso, du meinst die, ja. Gut, da ist aber ruhig. Also ist echt die komplette Seitenlinie da. Mhm. Das hat man so jetzt auch noch nicht. Das war sonst punktueller. Nicht so groß, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist sie gut Stelle, weil die konzentrieren sich alle nur auf eine Stelle. Hm. Wieder einige unter mir. Ich sehe es. Sie schichten sich auch gerade schön. Ich hab schon mal versucht, ein bisschen um die Ecke zu ziehen, weil sie noch ein bisschen krabbeln, aber sie wollen nicht so recht irgendwie. So, okay. Okay, dann halt aktiv. Interessant wäre ja, wenn die brennten, auch noch wirklich die Bude in Brand stecken. Also ja, Zombies zünden die an. Bitte? Zombies zünden die an. Ja, aber die Bude nicht, oder? Also, dass unsere Rampe da abbrennen würde, wenn die da drüber laufen oder so. Das wäre... Oh! Da haben wir den Effekt. Was? Eine Zombie-Fackel. Also keine Zombies, ja. Ich habe gerade unter mir einen ganz schönen Auflauf. Vielleicht könnt ihr... Sie. Zombie auf. Mm. Besonders lecker. Ja, ja. Und ein Feral ist auch noch. Oh, jetzt wird da wird putzig jetzt. Jetzt komm weiter. Oh, der ganze Loot. Sind sie ganz schön durchgebrochen. Ja. Level. Schon der dritte. Woher levelt in der Hecke? Genau.
Er ist gleich hier, als wir laufen. Aber wir haben noch ganz schön. Ein Trouble da draußen. Ich muss noch ein bisschen beschützen, ja. Wollen wir mal Kisten bauen gehen? Oh, die kann ich direkt bauen. Hast du dabei? Hast du direkt, okay. Okay. Ja, ja. Super. Bauen wir die Kiste direkt vom Eingang auf, würde ich sagen. Oh, mein Loch ist fast kaputt. Ja. Da ist noch ein Helfer. Ich geh schon mal raus. Okay. Achso, das ist Xar. Den brauchst du nicht schießen. Voll auf Xar geballert. So, ich geh auch mal runter. Ja, ja, jetzt geh ich auf. Oh, das ist ja auch Feierabend. Huch, das ist ja gar nicht abgegangen, scheiße. Wieso schießt du auf Xar, Koja? Der kam da genau wie die Zombies von außen so durch diese Lücke durch. Ich dachte mir, komm, den nimmst du dir jetzt mit. Also. Ich halte. Ja, also wir haben da jetzt keine Probleme mehr mit Spikes. Nee, stimmt, wenn du rauskommst, ist diesmal eher gut. Die sind irgendwie weg. So, ich stelle euch da mal die Kisten auf. Ja, ich hab wieder vergessen, eine Axt mitzunehmen. Sekunde. Ich habe eine Axt mit, lootet ihr, habt's okay, Kevin schon eh weiter oben. Läufst du hinter mir her quasi? Ich lauf generell herum und schau, wo empty Zombies sind. Ja, oder so. Wie gesagt, da stehen zwei Kisten bei der Türe. Hm. So, meiner Helme haben wir jetzt mehr als genug. Sehr gut. Oh Mann. War alles voller Spikes. Aber ist gut so, hier vorne war Chaos. Spikes, also insofern ist nicht verkehrt, wenn die jetzt mal so ein bisschen aufräumen. Du meinst, die haben uns beim Aufräumen helfen? Ja, ist so. Die wollten wir doch eh neu machen hier. Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wäre schlimmer, wenn sie von den frischen Seiten gekommen wären. Weil dann hätten wir die erst reparieren müssen, bevor wir die anderen aufbauen können wieder. Und naja, so ein Scheiß halt. Die sind noch nicht. Da brauche auch noch nicht looten. Oh Mann. Auch noch ein taugliches Bild hier. Ja. Jetzt sollte ich die Kiste noch anlocken. Ja, wäre ganz hilfreich. Ich habe noch nichts Tolles gefunden. Eigentlich Hematic irgendwas, aber. Ich auch noch nicht wirklich. Ein Zeug zum Verkaufen und so, aber. Und da waren. Was war das denn? War das ein Motor? Mechanical Parts waren es mal. Auch nicht schlecht. Können wir auch brauchen. Ist noch untouched. Wo ist noch untouched? Da unten ist noch untouched? Aua. Da, bei mir überall. Ach, hier unten. Da liegen überall Skelette. Ja. Komm. Warst du oben schon bei den anderen Spikes? Ganz ehrlich, keine Ahnung. AK-47 Hematic. Great. Ich hab eine 600er Sniper Rifle. Fertig. Ist nicht wahr. Oh Mann. Wer will die alte haben? Ja. Beide. Weißt du? Also such noch eine. Weißt du, ich gebe ihm gleich die schöne, die ich gefunden habe. Und er sagt nicht, was ich gefunden habe. Du kannst sie auch gerne wieder haben. Hä? Was hast du gefunden, Danu? Eine Nailgun. Echt? Fertig? Aber nur 95. Ja, scheiß drauf. Pff, besser als nichts.
Ach ja, ich repariere mal. Lootet hier mal weiter, ich repariere. Ja klar, mach das. Fertig. Boah, wir haben eine Nailgun. Das ist wirklich gut. Ja, die muss man nur früher oder später auch reparieren. Ja, leider braucht die jetzt auch beim Reparieren, also. Oh! 5 Sticks of Dynamite habe ich gefunden. Ja, ich habe auch schon welche gefunden. Demnächst darf ich dann also auch mal die Basis zerlegen, ja? Nein! Oh. Immer nur die anderen. Oh, Minibike. Naja, wir haben es beide im Single gemacht, oh ja. Warte mal, war das ein Rahmen? Minibike, Handlebars. Das gehört zu dem Minibike. Ja, braucht man. Ja, hat man die schon. Nicht wirklich. Also, wenn wir die bauen, haben wir wahrscheinlich 500 Teile. Okay. So, von daher könnte man die einfach scrappen oder einschmelzen direkt. Hm. So. Wieder nicht gut genug, was ich hier finde. Schatzkarte. Oh, ist gut. Oh, ein 600er Minerhelm. Okay. Ja, cool. Ich hatte auch einen 540er Miner oder sowas. Da habe ich mir schon angezogen, ganz frech. Ja, Xavi, dann eine Fix. Oh, noch eine Schatzkarte. Eine fix und fertige Hunting Rifle 600. Also, das ist wieder so ein richtig typischer Xar gewesen. Ja. Naja, wundert's dich. Eigentlich schon irgendwie doch immer wieder. Aber naja, ich bin mit meiner Nailgun auch voll zufrieden. Vielleicht finde ich ja auch nochmal eine. Ist dir anzuraten. Sonst muss ich hier doch das üble Cheaten irgendwie unterstellen. Du, es ist dein Server, wie soll er da cheaten? Weiß ich nicht. Blood Draw Kit, okay. Ja, damit kannst du die Bloodbags herstellen. Ja. Halt, jetzt hast du mir übers. Da war nicht Hermetic drin. Ich hab gerade so aufgesammelt. Hast du den sicher so aufgesammelt? Ja, ich war da gerade noch drin, war nicht Hermetic hab drin. Ich. Okay. Gut. War zwar nichts Wildes, glaube ich. Ich hab die falsche Leiche erwischt. Von einem Leather Chest Armor Hermetic. Ja. Liegen auch noch welche. Oh Mann. Batterie. Oh ja. Grümbel. Entleert viel sich Grümbel. Und macht's weiter. Da liegt noch so viel drum. Ja, ja. Ich bin ja noch am Looten. Oh, da hat der eine Forge Steel dabei. Cool. Nehmen wir auch. Ja, klar. Sag ich nicht, nee zu. Jetzt kommen noch mal ein paar Gunparts und so ein Zeug. Bisher hatte ich irgendwie echt da fast nichts. Die wissen, dass deine Kiste voll ist, die trauen sich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ehrlich gesagt nur Schund. SMG-Parts ein paar gute, aber SMG brauchen wir jetzt ja auch nicht so. Schade. Ach ja, so mit dem Nahkampf ein bisschen draufrotzen ist die gar nicht übel. Ja, aber wenn man eine andere Alternative hat. Hm. Okay, das war jetzt mal gut. Eine Magnum Frame, 600er. Ui. Fehlt nur immer noch das Magnum Rezept. Hinten habt ihr schon alles gelootet, oder? Wenn Ziemlich. Empty da steht. Ich habe fast alles zerlegt, was Kuya gelootet hat, glaube ich. So dann. Was hat's wohl fast? Huiuiui, also hier haben sie ganz schön. Das ist ganz schön viel, hier steht fast nichts mehr, ne? Also, bah, hat also reingehauen die, hier. Die alten Spikes, die haben sie ziemlich weggenommen, ne? Ja, auch oben die. Ja, die habe ich ja schon repariert teilweise. Ja, die sind ziemlich kaputt hier oben, die. Dank, ja, gut, dank die Nailgun ging das gerade voll schnell. Die oben war ja auch klar, die waren ja nur Holz und nicht Metall verstärkt. Mhm. Mhm. Ja, die Zeit hatten wir nicht mehr. Ja, ja, klar, nö, aber. Deswegen ist es nicht groß verwunderlich, dass da alles weg ist.
Gut. Ha. Jetzt kommt wieder eine Runde Quietschbong. Das machen wir im Offscreen wahrscheinlich. Quietschbong, Quietschbong, Quietschbong. Quietschbong. Kommt dann irgendwann großes Quietschbong, oder? Oh ja, die macht also, wenn man fast 73 Schaden, die Sniper Rifle. Nicht schlecht. Wohl. Okay, und die alte? Hast du noch einen Vergleich? Muss ich kurz in die Kiste gucken. Alte macht 45, aber die ist auch schon fast kaputt. Mhm. Ja, dann schaue ich da mal, was ich aus der noch machen kann. Die wird dann eh ganz so schnell, dass man alles Holz verbrät. Ich habe hier so ein MacGyver's Book. MacGyver's vielmehr. Scrap Boots, Leg Armor, das ist für Armor. Das ist klar. Ja, das machen wir dann auch noch. So, ich bin voll, ich entleere erstmal das und dann komme ich an die Kisten. Ja. Joa. Oh, das war schon, also es war jetzt war nicht so, dass schlecht. Es gefährlich wurde oder so, aber es war zünftig. Jo, war ordentlich. Also es war jetzt nicht so, dass das mal so locker flockig. Ne? Das ist schon echt ganz gut gewesen. Aber kann man die Sachen eigentlich auch verkaufen? Ja, die kann man alle verkaufen. Dann also gerade Klamotten, also T-Shirts und Hosen und sowas, ja, die sind kaum was wert. Ja, da habe ich auch viele von gescrappt, von den Sachen, von diesen Klamotten, muss ich zugeben, bis ich geschnallt habe. Komm, wir könnten sie auch verkaufen. Ja, aber die sind ja, das 8 wert oder so. Ja. Die würde ich scrappen und die Glasfragments, die kann man ja auch brauchen zum Craften. Ja, zur Not. Ich tue es jetzt erstmal in die Verkaufskiste, aber die wird wahrscheinlich gleich auseinanderplatzen. Wie die anderen ja. Kisten. Also, wenn Stoffklamotten gar nicht stopfst, auf jeden Fall. Ja, komm, dann scrap ich sie. Okay. Zack. Nicht Repair, Scrap. So. Haben wir noch Billigwaffen hier? Flashlight, kleine brauchen wir auch nicht, ne? So. Ne, Flashlight kannst du direkt erkloppen. Kleines Magnum Frame brauchen wir auch nicht. Da gucken wir mal. Joa, ansonsten hier das Futtern mal gleich. Geht doch alles. Also, gar nicht übel gewesen. Wenn man jetzt so sieht, was. Sind aber auch noch voll. Ja. Die werden wir jetzt auch gleich. Quietschbong. Quietschbong. Schön Quietsch leer machen. Quietschbong. Quietsch, quietsch. Oh, da kann ich den alten ja wegtun. So. Ja. Das kommt alles da rein. Wo möchtest denn du schwache Waffen hinhaben? Da kommen noch Nachzügler. Schwache Waffen zum Verkaufen. Also okay. Ganz schwache, so 100, also unter 200, sagen wir, alles zum Verkaufen. Unter 100 sogar, aber die Muni könntest eventuell vorher noch raus tun. Aber die sind ja normal. Das ist eine fertige Waffe, ja, dann tu sie. Ja, es war eine fertige. Dann tu sie für, warum sind denn Magnum Frames in dieser Restlampe hier? Moment, da hast du gerade falsch reingeschmissen, ja, oder? Nee, die habe ich da reingeschmissen, weil. Ist doch verkauft. Waffenkiste. Magnum Frames, 55er und 52er Magnum Frames habe ich hier jetzt gerade rausgefischt. Die sind noch zum Verkauf. Ja. So. Achso, die, ja klar. Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen unbedingt endlich unser Haus. Nein, ach Quatsch, niemals. Was? Wir brauchen doch kein Haus. Was? Uja will weiter so machen? Ja, absolut, ich finde das voll toll. Mhm. Wer sollte dir das jetzt glauben? Ich weiß es auch nicht. Irgendjemand, was? Vielleicht irgendjemand. Da, glaubst du ihm? Mhm. Okay, dann passt alles. Einschmelz? Einschmelz ist belegt. Raus! Ja, kannst rein. Ey, aber jetzt hat er hier mir die Schaufel mit den Augen gekauft. Ich wollte nur einen Vorschlag unterbreiten, einfach mal aus der Kiste rauszugehen. Hier, weißt du was, in die Einschmelzkiste, wenn ich da gerade schon drin bin, ist auch dein Buch jetzt drin, ja? So, Gerümpel. Kommt das noch? Bauen, Essen, Apotheke. Scheiße, da ist ja immer noch so viel drin. Und. Mhm. Den restlichen Tag sind wir beschäftigt mit Loot. Ich würde auch sagen, das machen wir aber wie gesagt jetzt im Offscreen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's in den nächsten Folgen. Wir werden vermutlich jetzt noch einen Stream einschmeißen demnächst. Dort werden wir alles mögliche farmen gehen. Und dann die Folgen, die wir dann wieder aufnehmen nach dem Stream, da haben wir dann hoffentlich gefüllte Lager und dann geht's los ans Bauen. Schauen wir mal, ob unser Plan, den wir haben, aufgeht. Aber so ist momentan der Stand der Dinge. Und dann werden wir da mal ordentlich bauen können und auch vielleicht nochmal eine Loot-Tour machen, Schatzkisten und so weiter, müssen wir auch wieder suchen gehen. Also, insofern, die Bude muss her. Und dann ist dieses ganze Provisorium endlich weg. Das nächste große Ziel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss.